Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu unserer Chaos-Kolonie. Heute müssen wir, glaube ich, ein paar Sachen von gestern korrigieren, will ich gar nicht unbedingt sagen. Teilweise schon, aber ein paar Sachen auch einfach etwas besser erklären, warum ich dort was wie gemacht habe. Beginnen wir doch mal mit dem Kupfervulkan. Den hätte ich eigentlich auch so lassen können, wie er ist. Ich habe ja gesagt, ich grab den schon mal frei, weil wir ständig zu wenig veredeltes Metall haben. Und habe ihn dann aber doch wieder zugebaut. Der Hintergrund ist ein einfacher. Der Kupfervulkan spuckt natürlich auch flüssiges Kupfer aus, wenn der so zugebaut ist. Das heißt, er kann das, was er jetzt abgeben würde, wobei ich sehe gerade, nee, hat doch seine aktive Phase. Er kann das natürlich trotzdem in diesen Raum abgeben. Und wenn wir komplett isolierte Ziegel gebaut hätten, dann wäre die Hitze auch in diesem Raum komplett drin geblieben und das Kupfer hätte sich nicht abgekühlt. Und wenn wir dann mal irgendwann diesen Raum geöffnet hätten, beispielsweise mit Schutzanzügen oder auch irgendwie anders, dann hätten wir den Effekt hier gehabt, dass da sehr viel Hitze dann rausgekommen worden wäre, aber wir hätten trotzdem dann Zugriff auf das Kupfer gehabt, sobald das ein bisschen abgekühlt wäre. Ich habe hier jetzt an dieser Stelle ein paar normale Ziegel hingebaut, damit ich einen Teil dieser Hitze, das wird trotzdem noch sehr heiß hier werden, in dieser Umgebung hier abgeben kann, weil hier ist im Grunde nichts, was für mich wirklich problematisch ist, wenn sich das aufheizt. Also weder sind hier irgendwelche Pflanzen, die ich unbedingt brauche. Klar, hier sind zwei Wasserkrautpflanzen, aber ja, die sind eigentlich egal. Deswegen ist das überhaupt kein Problem für mich, das so zu machen. Das will ich euch natürlich nur empfehlen, wenn ihr das entsprechend einschätzen könnt, ob das gut ist, ob das schlecht ist, weil ich lasse ja so jetzt das Ganze in Anführungsstrichen nicht in meine Kolonie, weil das, was ich als meine Kolonie bezeichne, ist eigentlich der Bereich hier unten. Den werde ich ja hier durch isolierte Ziegel abschotten und dementsprechend ist es eigentlich überhaupt kein Problem, aber eben doch für mich notwendig gewesen, damit ich hier Zugriff auf das Kupfer bekomme, was da dann hoffentlich demnächst mal wieder rauskommt. Wie wir das Ganze natürlich abkühlen könnten, das Kupfer, wäre hier in Verbindung mit dem kalten Salzschlamm Geysir. Vielleicht werden wir das sogar auch noch so machen. Muss ich mal schauen, zumindest solange wir die anderen Voraussetzungen nicht haben, um den Bereich kühler zu bekommen. So, dann das nächste, worüber ich mit euch sprechen wollte. Achso, das war hier die Pumpe hier unten. Diese Position hier ist nicht perfekt für diese Gaspumpe, aber sie hat dennoch größtenteils das gemacht, was ich wollte. Nämlich, ich wollte hier in diesem Bereich normalen Sauerstoff haben. Das haben wir zum Großteil. Vielleicht wäre die Pumpe hier unten besser gewesen oder vielleicht, obwohl wenn wir sie hier gebaut hätten, dann hätten wir wahrscheinlich das Problem, dass auch hier komplett Sauerstoff wäre. Das wollen wir ja nicht wegen dem Kohlendioxid, das wir hier für die Pilze brauchen. Wobei wir die auch noch hätten verlegen können, aber ich bin damit nicht ganz unzufrieden. Was wir jetzt noch machen werden, wir werden die Pumpe hier drüben dort mit anschließen. Und veredeltes Metall. So, die dort mit ans Stromnetz ran. Und dann haben wir nach wie vor hier ja noch so ein paar Stellen, die wir umbauen müssen. Ich überlege gerade, wie viel haben wir denn hier drauf? Ob wir vorerst das mal so machen und das Stromnetz hier mit ranpacken an das andere. Ja. So, um dann hier unten reinzukommen, müssen wir diesen Ziegel einmal wegnehmen. Und wenn wir das sowieso schon gerade machen, dann schauen wir uns das mal eben nach hier an. Genau, dann können wir nämlich das Wasser von hier oben auch da rauslassen, indem wir hier einmal das komplett ausgraben. Dann kann das Wasser hier unten hinein. Vielleicht gehen wir da ein bisschen behutsamer vor, indem wir erst langsam das oberste Wasser rauslassen. Ja, wir gehen sogar noch ein bisschen behutsamer vor. Dann kann das nämlich langsam hier sich auch drin verteilen, weil ich wollte eigentlich ungern, dass das da jetzt überschwemmt.
Und wenn wir hier direkt groß freigraben, dann wird das garantiert passieren. So wie wir es jetzt machen, lassen wir erst die oberste Schicht Wasser gleich raus. So, was ab jetzt passiert. Ihr müsst da jetzt nicht warten und nasse Füße bekommen. So. Ja. Okay, das war jetzt. Deutlich unspektakulärer, als ich das erwartet habe. Vielleicht hilft noch mal ein bisschen, wenn wir da freigraben, dann sind hier weniger Gase im Weg. Kann das ein bisschen besser fließen, genau. Was wir hier jetzt noch anlegen könnten, vielleicht nicht aus aus Sandstein, sondern aus Magmatit. Hier eine Mauer, um hier das Becken mal ein bisschen zu definieren. Hier ja eigentlich so. Das hier wäre eigentlich ein guter Bereich. Hier noch mal Leitern reinbauen, um auch hier den Rest auszugraben. Verhungern? Okay, schon wieder weg. So, ein weiteres Problem, über das wir kurz sprechen müssen, was auch nicht ins gestrige Video geschafft hat. Und zwar haben wir hier ja jetzt das Problem, dass es hier komplett offen ist. Das heißt, Sauerstoff kann hier jetzt einfach ausgasen und verschwindet nicht nur, sondern wird auch verschwendet. Dementsprechend müssten wir hier noch irgendwas bauen. Ich habe mich dafür entschieden, also es gibt zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist natürlich die Variante, wo am wenigsten durchkommt, ist hier eine Wasserschleuse zu machen. Hat nur das Problem, dass es hier oben sehr kalt ist und das Wasser natürlich gefrieren würde. Dementsprechend ist das hier jetzt keine Option. Wir haben auch keine Flüssigkeit, die bei diesen Temperaturen nicht gefriert. Glaube ich zumindest, ja. Dementsprechend würde ich jetzt hier einfach eine automatische Luftschleuse, eine Tür hinbauen. Da geht immer noch ein bisschen was verloren, ja, ich weiß. Aber nichtsdestotrotz ist das erstmal ein halbwegs guter Schutz, der das besser in den Griff bekommt. Man könnte hier auch dann noch eine zweite Schleuse machen, also eine zweite Tür mit Steinen darüber, aber ich glaube, ja, das sollte sich schon so ausgehen. Da wir unseren Sauerstoff noch mit Sauerstoffdiffusern produzieren, nehme ich mir auch mal Algen in die Übersicht hier mit rein, damit ich sehen kann, wie viel wir da noch haben. Nicht, dass wir da irgendwann in den Notstand geraten und ja, das wollen wir natürlich auch vermeiden. So. Das war schon die schnelle Geschwindigkeit, okay. Ich hätte vielleicht das Graben hier noch gar nicht in Auftrag geben sollen, sondern erst, wenn die Leiter fertig ist. Hätte das ein bisschen einfacher gemacht. Ich bin mir hier nicht so ganz sicher, wie stabil die Erde ist, deswegen wollte ich das hier vorsichtig machen. Ja, dann werden die eben alle gerade mal klatschen. Das gibt es ein bisschen Stress, aber nichts Gravierendes. Reicht das denn überhaupt, wenn ich den Tank bis hierher baue? Für die? Ja doch, das wird reichen. Bauen wir hier nochmal eine Leiter runter. So.
gerade schnell schauen, ob ich noch was vergessen habe zum gestrigen Video, was ihr an Fragen hattet. Ach so, genau. Ich habe euch ja gezeigt, die Handwerksstation und die neuen Masken. Wenn ihr die hier noch nicht zur Auswahl habt, würde ich stark davon muten, stark vermuten, dass ihr die entsprechende Sauerstoffmaske noch nicht erforscht habt. Schauen wir uns das mal eben an, wo sie denn sind. Das weiß ich nämlich so aus dem Kopf jetzt auch nicht. Da nicht. Sind sie da? Genau, hier sind die Sachen dabei. Also unter tragbare Gase haben wir einmal die Sauerstoffmaskenkontrollstelle und das Sauerstoffmaskendock und auch hier die das Sauerstoffmaskenmuster. Ich vermute, dass diese Sache noch nicht erforscht wurde. Ich weiß nicht mehr, wer das gefragt hatte, aber es war auf jeden Fall eine Frage in den Kommentaren. Ich glaube, das hier, da war ich vielleicht doch ein bisschen übervorsichtig. So. Dann können wir hier jetzt gleich auch noch mal alles ausgraben, wobei, ja doch, machen wir so. So, hier muss ich jetzt mal eben gucken. Raumgrenze ist dort. Das heißt, wir werden hier jetzt noch mal Ziegel aufbauen. Und wir gehen jetzt hin und machen das hier dicht. Am besten eigentlich natürlich, ohne dass da unten jemand drin eingesperrt ist. Hier ausgraben und da können wir nämlich gleich, den brauchen wir da auch nicht mehr, den Lagerbehälter, da können wir nämlich so viel wie möglich von dem Wasser, was wir hier jetzt haben, schon in den rechten Bereich reinlaufen lassen, reinfließen lassen, der dann auch unser Tank bleiben soll. Fürchte ich einen Hatch, den habe ich nicht gesehen, aber ich hätte auch nicht gewusst, wie ich den hätte retten sollen, davon mal abgesehen. So, jetzt geht's hier nochmal weiter. Geht ja dann erstmal nur den einen. So, und dann können wir es jetzt hier dicht machen, genau, und in der Hoffnung, dass uns das Ganze jetzt nicht überschwemmt, machen wir hier jetzt wieder Ziegel für Ziegel auf. So. Ja, das müsste eigentlich schnell genug hier reinfließen. Ja, das wird schon passen. So, Biodrucker. Medizin ist eigentlich etwas, das man nicht unbedingt wirklich braucht. Taucherlunge, Kochkunst bauen, Tierzucht. Ich glaube, ich nehme die Omelettes, um aktuell nicht noch jemanden dazu nehmen zu müssen, dürfen, wie auch immer. So, ja, das geht sich auf jeden Fall aus, dass das, ohne dass es überschwemmt. Gut, so, wir haben jetzt hier oben dicht gemacht, das heißt, hier wird der Sauerstoffdruck sich wieder erhöhen. Trotzdem wird hier und da mal was ausgasen.
Wie weit sind wir mit der Forschung? Okay, wir haben alles, was wir jetzt mit dem Teleskop hier erforschen können, haben wir freigelegt. Sehr schön. Dann ist der nächste Punkt, was wir nochmal eben machen können. Nur weil es mir jetzt gerade nochmal so ins Auge fällt. Ist hier nochmal ein paar Lufterfrischer bauen, damit wir den verschmutzten Sauerstoff reinigen können. Okay, und dann sprechen wir auch noch mal ganz kurz über die Deckenlampen mit den Bewegungsmeldern. Ich habe ja da gestern schon eine Menge zu gesagt, warum ich das so mache. Es stimmt natürlich schon, dass von den Lampen, dass die nicht nur ein bisschen Strom verbrauchen, sondern auch, dass die auch ein bisschen Wärme abgeben. Ehrlich gesagt, 500 DTU pro Sekunde kann ich das nicht so wirklich einschätzen, wie viel das ist, wenn ich das mal vergleiche mit... Ach Mensch, womit kann man das denn vergleichen? Mit einer Batterie. Also gibt die gleiche Wärme ab wie eine Batterie. Okay, das ist schon nicht ganz so wenig. Allerdings auch nicht wahnsinnig viel. Einen Erdgasgenerator gibt es 20-fache ab. Ja, muss glaube ich irgendwie jeder selber für sich entscheiden, was die sinnvollere Variante ist. Ich bleibe jetzt erstmal dabei, das so zu machen. Gerade weil wir natürlich auch in unsere Kolonie noch eine Kühlung einbauen werden. Also von daher, ja, ist das nichts, was glaube ich problematisch ist. So, wir können hier jetzt die nächsten... Ach, eigentlich, das ist ja nur ein Feld mehr, können wir jetzt, glaube ich, den ganzen Rest hier auch freigeben. Und wahrscheinlich wird es genau dann jetzt gleich überschwimmen. Vielleicht lasse ich nochmal den einen da stehen. Ne, dann wird gar nichts rauslaufen. Na komm. So, und dann können wir nämlich gleich, wenn das Wasser hier drin ist, die Ziegel hier wieder aufnehmen. Wir können hier das Wasser nochmal eben abpumpen zu den Dornenblüten. Also das wird nach und nach abgepumpt und danach haben wir hier den Bereich frei und können hier die Pumpe, Entschuldigung, hinübertragen. So, Wasser fließt. Keine Überschwemmung. Wunderbar. Gut, jetzt haben wir noch ein Thema für heute offen. Und zwar wird es jetzt um die Drekkos gehen. Da werden wir uns was bauen. Muss ich mal eben schauen, wo wir das am schlauesten machen. So, okay. Ich habe mir überlegt, dass wir das Ganze hier machen, sobald wir gleich das Wasser, das ganze Wasser abgeflossen ist. Das ist jetzt etwas, das entstehen muss. Das heißt, da habe ich jetzt noch nicht die perfekte Lösung dafür. Das werden wir aber auf jeden Fall hinkriegen. Gemeinsam. Ich glaube, den Rest hier können wir auch aufwischen. Die Duplikanten haben gerade eh nicht so viel zu tun. So, jetzt, wenn das gleich alles aufgewischt ist, können wir hier buddeln. So, und jetzt ja, werden wir mal beginnen. Ich pausiere noch mal kurz. Wobei das eigentlich Quatsch ist. Wir müssen nicht pausieren. Aber was wir mal eben machen können, den Bereich hier nutzen, um da ein paar Lagerverdichter hinzubauen. Dann können wir nämlich noch mal alles aufräumen lassen, was überall noch so rumliegt. Hier können wir übertragen. Was wir vielleicht noch mal eben anpassen, dass wir die hier alle nur beim Aufräumen füllen und dann können wir theoretisch alles, was so rumliegt, aufräumen lassen. Hier nehme ich nur die ersten beiden Bereiche, was so ungefähr in Sichtweite ist. Hier können wir dann praktisch alles aufräumen. Das gleiche gilt für den Bereich hier. Und auch hier.
Okay, wir haben für das Salzwasser noch nichts eingestellt. Das nehme ich dann mal hier mit rein. Das können wir auch mit reinkippen, weil auch das Wasser von hier lassen wir da unten reinlaufen. So, die Drekos. Also zum einen möchte ich Folgendes hier oben erreichen. Also der Raum soll hier oberhalb entstehen. Und was wir für den immer brauchen, sind, vielleicht zeige ich euch das mal anhand eines Mehl, eines Drekos. Drekos können normale Eier legen, sie können aber auch Glanzdreko-Eier legen. Und Glanzdrekos wollen wir haben. Ich erkläre gleich auch noch warum. Um das zu erreichen, müssen wir den Mehlhölzer zu fressen geben, was jetzt gar nicht so wahnsinnig kompliziert ist. Aber ja, das zeige ich euch gleich. So, warum Glanzdrekos? Normale Drekos, wenn wir die scheren, also Drekos. Drekos kann man scheren an einer Scherstation, die wir dann in den Raum bauen möchten, bauen werden. Und wenn wir normales Dreko scheren, bekommen wir Schilffasern. Jetzt bin ich gerade, ach doch, da steht es, scherbar Schilffaser, genau. So, und wenn wir einen, jetzt muss ich gerade, ihr könnt ja mal raten, wie der Satz zu Ende ging. Ich bin gespannt. Also die geben, wenn sie geschert werden, Schilffasern. Wenn wir Glanzdrekos nehmen, das steht jetzt nicht dabei, aber wenn wir die scheren, dann gibt es eben keine Schilffasern, sondern Plastik. Und das ist das, was ich gewinnen möchte. Dementsprechend brauchen wir einen Raum. Vorerst mal, in dem wir Mehlhölzer anbauen können. Da habe ich mir überlegt, dass wir hier unten einen Bereich machen mit Mehlhölzern, wo wir die anpflanzen. Aber wir haben hier nur eine Innenhöhe von 3. Hintergrund ist der, dass wir diesen Raum dann dass wir die Mehlhölzer mit Erde von unten versorgen können. Das heißt, es muss jemand, um die Pflanzen hier zu bedienen, nicht in den Raum rein. Das ist Hintergrund Nummer 1. Deswegen fangen wir mal damit an, das zu bauen. So, dann gibt es noch eine Eigenschaft der Drekos. Und zwar wachsen die Schuppen, die wir dann eben scheren können, die wachsen nur im Wasserstoff. Das heißt, in diesem Raum muss auch relativ viel Wasserstoff drin sein und nur unten. Wir können aber nicht den ganzen Raum mit Wasserstoff füllen, weil die Mehlhölzer eben, wenn wir die hier anpflanzen, die wiederum brauchen Sauerstoff, verschmutzen Sauerstoff oder Kohlendioxid. Was mich wieder dazu bringt, zu der Frage, wie gestalten wir das am einfachsten, dass wir hier in dem Raum arbeiten können, obwohl da dann kaum Sauerstoff drin ist, bringt mich erstmal auf die Sauerstoffmasken. Das heißt, wir werden hier vorher noch einen Sauerstoffmaskendock bauen, um den Raum zu betreten. Später werden wir das wahrscheinlich auf Schutzanzüge upgraden. Wobei, wenn wir das die Forschung haben, könnten wir das ja auch eigentlich schon früher dann machen. Wir haben das schon. Aber wir werden wahrscheinlich noch keine. Doch klar, werden wir Schilffasern haben. Wir sind ja hier 48 Stück sogar. Ja, dann werden wir das sogar. Dann machen wir das direkt mit Schutzanzügen. Das ist sogar noch besser. So. Also wie gesagt, hier werden wir überall Mehlhölzer einpflanzen. Jetzt muss ich mir überlegen, wie wir den weiteren Raum designen werden. Weil wir brauchen hier unten ein bisschen Sauerstoff oder CO2 und wir brauchen einen Zugang. Ich plane einfach mal ein bisschen drauf los oder baue mal ein bisschen drauf los. Wir werden hier einen Schutzanzug Dock haben, am besten hier oben. Oder noch besser hier, so machen wir das. Bauen hier dann die Kontrollstelle hin, okay. Wobei ich da noch nicht ganz sicher bin, ob wir es so machen können. Gehen wir mal andersrum vor. In diesem Raum selber brauchen wir dann ja eine Möglichkeit. Das machen wir vielleicht mal von dieser Seite aus gesehen. Für mehrere Sachen. Wir brauchen eine Scherstation.
Wie sieht so aus? Wir brauchen eine Pflegestation. Vielleicht verlege ich die später noch weiter zum Eingang. Das weiß ich noch nicht. Aber ich will es erstmal planen. So, hier können wir den Raum auf jeden Fall schon mal abschließen. Ach so. Mehlhölzer funktionieren bis 30 Grad. Mal gucken, wie weit wir das temperaturstabil halten können. Weil Temperaturen können auch noch ein Problem werden. So, was wir aber hier nach den Schutzanzug-Docks brauchen, ist eigentlich eine Flüssigkeitsschleuse. Dementsprechend müssten wir das noch ein bisschen höher verlegen. Selbst wenn ich nur eine kleine mache, was eigentlich... Nee, das ist nie eine gute Idee. Ja, Moment, wir können das aber anders machen. Wir pflanzen einfach hier vorne keine ein. Sondern wir bauen stattdessen... Vielleicht hätte ich das Ganze erstmal bauen sollen und es euch dann zeigen, aber naja. So seid ihr jetzt mit dabei, wie ich das Ganze entwickle. So, du könntest dorthin, dann kommt dort die Kontrollstelle hin. Bedeutet Ziegel da, da, da und da, bis dahin. Das heißt, dich müssten wir nicht mehr ausgraben. Du kommst da jetzt so nicht weg, ne? bauen wir für euch da mal schnell eine Leiter hin. So. Bedeutet dann dort einen Ziegel, dort einen das hier ist ja... Das ist ja Blödsinn, was ich gerade gesagt habe. Nee, ist es nicht. Also, nochmal. Der, da muss kein Ziegel hin, sondern stattdessen kommt dort einer hin. Und dort müsste einer hin, dann müssen wir den nochmal wegnehmen. So, und dann da, dann müssen wir den doch ausgraben. Genau, so, und das können wir dann hier so dicht machen. Die beiden hier können wir im Grunde auch ersetzen. Und, hä, was ist denn hier passiert? Der kann nicht wachsen, ne. Da können wir auch den nochmal rausnehmen. So, dann machen wir das nämlich so. Den Ziegel brauchen wir nicht. Die Leiter brauchen wir da nicht. Höchstens vielleicht mal um den Raum hier von der Größe. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. So, Kontrollstelle. Dann können wir den Bereich hier mit Wasser füllen. Wasser, Auto abfüllen, aktivieren, 8. Stopp, wenn ich den Ziegel bauen würde, kommen wir hier unten nicht mehr rein. Ist aber auch eigentlich gar kein Problem, weil genau deswegen habe ich es ja so gemacht, dass wir da von unten rankommen. Wie viel Sandstein liegt da denn? Mein Gott. Das nimmt ja gar kein Ende. So, jetzt. Können wir das im Grunde so machen? Und...
Ja, dann spricht auch nichts dagegen, die Pflegestation nach hier vorne zu bauen und die Scherstation auch. So, jetzt haben wir nur das Problem, dass es noch kein Stall so werden kann, weil uns hier natürlich die Tür irgendwo fehlt. Die könnten wir aber hier reinsetzen, wenn wir das Ganze damit Wasser gefüllt haben. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ich glaube, dass Drekkos nicht durch Wasserschleusen durchspazieren. Das werden wir ausprobieren müssen, aber glaube nicht. Ja, warten wir eben, bis wir da genug Wasser drin haben. Was wir dann natürlich parallel auch schon mal wieder bauen können, ist eine Schutzanzugschmiede. Das heißt, können werden wir müssen. Platzieren wir die doch mal hier mit. Da ist sie uns nicht im Weg und kann da dauerhaft bleiben, weil wir auch die Schutzanzüge, genau wie die Sauerstoffmasken, nicht nur einmal herstellen müssen, weil die müssen inzwischen auch repariert werden. So, eine Ladung Wasser fehlt uns noch. Perfekt. So, jetzt kommt die wieder weg. Warum ist denn da jetzt kein Wasser? So, da bauen wir eine Tür rein. Damit wir hier eben das als Raum abgrenzen. Und da müssen wir gleich mal gucken, wie groß der Raum inzwischen ist, was wir da noch hinzufügen können. So, Raumgröße, Stall haben wir schon mal 54 Felder. Ein Stall darf auch 96 sein. Okay, da können wir das hier auf jeden Fall schon mal wegnehmen, ohne dass wir in Probleme kommen, und schauen uns das dann gleich nochmal an. Das hier stellen wir jetzt schon mal auf Öffnen. Ja, jetzt fällt da gleich wieder ein bisschen Material runter, aber egal. Ja, wir sind gleich immer noch weit entfernt von den 96 Feldern, die wir haben dürfen. Aber wir können das nach oben hin ja erweitern, das ist jetzt nicht das Problem. Weiß nicht, ob unsere Mehlhölzer hier reichen werden. Dann nehmen wir auf jeden Fall schon mal die Ernte raus. Achso, und was wir schon mal bauen können, damit wir die ersten Drekkos hier auch bald reinbringen können, ist ein Tieraussetzer. So, Raumgröße 79 Felder, das heißt, uns fehlen noch 17. Das sind 13. War das jetzt 73 oder 79? 79, okay, dann, das heißt dann noch eine Reihe mehr, wären wir bei 92. Hier das Problem, ach, der Luftdruck, okay. Ach so, weil der Sauerstoff verbraucht wurde. Ja, das ist nicht das Problem. Wir haben hier gleich CO2 drin, der sich hier sammelt. Ach so, wir müssen Leitern bauen, um die passende Raumgröße abzugrenzen. So. Jetzt theoretisch hier noch die Anzahl der Acker erhöhen, aber sehe ich eigentlich gar nicht so wirklich den Nutzen drin. Ich weiß jetzt nicht, wie schlau das war, das Ganze nicht aus isolierten Ziegeln zu bauen, aber
sollte eigentlich schon passen. Hier stellen wir ein Dreckle Drecko, Prio 8, maximal 8 Tiere. Das tauschen wir dann später auf, um in Glanz Drecko. Ja, das, was da jetzt an CO2 drin ist, reicht ja schon locker aus. Okay, Schutzanzug aus Kupfer. Ich stelle mal 3 Stück her und auch hier. Das abgenutzte Atemschutzanzug für immer reparieren. So. Okay, jetzt noch die Frage, woher bekommen wir Wasserstoff? Wir könnten hier aus den Räumen was abpumpen. Wir müssen sowieso noch Sauerstoffräume bauen, weil wir nicht ewig mit Algen hantieren können. Ist nur die Frage, was machen wir? Auf jeden Fall können wir das abschließen da oben. Können also den Raum hier fertig bauen. So, dann werden wir hier Leiter. Ach, wir haben wieder nicht genug. Was macht denn eigentlich unser Kupfervulkan? Der scheint tatsächlich da, das, ja, das steht ja auch inaktiv dabei, aber er hat trotzdem, steht hier die aktive Phase, aber wahrscheinlich bedeutet das einfach nur, uns wird da angezeigt, wann die aktive Phase ist. Wir haben also den passend eingebaut, als er in die inaktive Phase gegangen ist, weil sonst wäre da schon Kupfer. Was für uns bedeutet, wir müssen hier wieder was machen. Ja. Ja, dann bauen wir das auch nicht fertig. Dann würde ich sagen, wir machen an dieser unvollendeten Stelle für heute mal Ende und machen dann morgen hier weiter, bauen Sauerstoffraum und so weiter. Ne? Danke fürs Zuschauen. Dürft mir gerne einen Like da lassen und ja, dann bis morgen. Ne? Tschüss. Ich hoffe, ihr habt noch nicht alles abgeschaltet. Ich habe hier gerade noch mal eben drüber nachgedacht und da kam mir ein Gedanke. Wir haben ja hier auch noch ein bisschen Platz, den wir nutzen können. Und wenn ich das nämlich so mache und hier dann so den Boden neu reinbaue, dann müssten wir doch ungefähr... kommen, oder? Dann sind es, wenn wir die beiden rausnehmen, dann sind es 6 Felder. Dann können wir da vielleicht noch 2 Ziegel wieder reinbauen. Aber eigentlich dürfte das dann ja funktionieren, ohne dass wir hier oben noch zusätzlich was machen müssen. Schauen wir uns gleich mal die Raumgröße an. Dann müssten es 98 sein, genau. So, dann können wir jetzt noch überlegen, wo wir vielleicht noch 2 Ziegel reinsetzen. Vielleicht einfach da hinten. Ja, dann können wir das fertig bauen. Dann haben wir das, glaube ich, ein bisschen schöner gestaltet, als es ursprünglich war. Das ist jetzt kein Meisterwerk, aber... ich glaube, sehr praktikabel. Hier oben könnten wir dann den Auslass für den Wasserstoff reinmachen. Der wird dann nach und nach den ganze Sauerstoff-CO2 hier runterdrücken. Und dann haben wir es eigentlich ziemlich gut gelöst. Finde ich. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Einwände oder was auch immer. Was man hätte besser machen können. Aber ich finde das schon mal... ganz gut. Wie gesagt, Luftdruck, das wird sich erledigen, sobald wir da Wasserstoffe reinpacken. Wir könnten hier jetzt nochmal Aufräumbefehle reinpacken, dass wir hier alles
rausräumen. Und ja, dann heißt es beim nächsten Mal einen Sauerstoffraum bauen, wo wir Sauerstoff produzieren. Und dann kann unsere Drekozucht losgehen. Ja. Jetzt haben wir hier, glaube ich, dummerweise, wenn ich das richtig gesehen habe, ein bisschen Chlorgas drin. Das ist wahrscheinlich von hier oben gekommen. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber... Ja, da kümmern wir uns morgen drum. Also jetzt dann aber Ende für heute. Nochmals danke fürs Zuschauen. Na, ihr wisst ja, lasst gerne einen Like da. Damit unterstützt ihr mich und auch den Kanal sehr. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.